Hier bin ich wieder. Ojojojo. Heute starte ich das Projekt Let's Play Harvest Moon Friends of Mineral Town. Das Spiel wurde im Jahre 2003 released und ist eigentlich ein Remake des bekannten Harvest Moon Back to Nature auf der PS1. Entwickelt wurde das Spiel von Natsume und übersetzt von Rising Sun in diesem Falle. Ja, mittlerweile gibt es zwar unzählige weitere Teile von Harvest Moon, doch habe ich mir aus meiner Sicht die besten Teile rausgenommen, um diese auch vorzustellen und selbst wieder mal zu spielen. Ist schließlich auch etwas länger her. Weitere Erklärungen. Naja, das Spiel ist eine Bauernhofssimulation bzw. eine Farmsimulation. Keine Angst, das ist jetzt kein Landwirtschaftssimulator von der langweiligen Art. Nicht unbedingt. Hier übernimmt man hauptsächlich die Rolle eines typischen Farmers, der sich um seine Tiere und seine Ernte kümmern muss. Klar, kein Problem. Aber was das Ganze dann natürlich ein bisschen mehr zum Vorschein bringt, sind natürlich die Aspekte gegenüber den Charakteren und den Tieren gleichzeitig. Man muss sich um die Tiere kümmern, je nachdem wie die Beziehung zum Farmer inzwischen entstanden ist, umso bessere Produkte liefern sie. Mit den Menschen muss man auch interagieren und auch da entstehen dann immer bessere Beziehungen. Ja. Und man muss auch sagen, für ein Remake, muss man wirklich sagen, ist es sehr gut gestalten. Sieht man an der Grafik für eine Game Boy Advance eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehe ich nicht zu weit sonst jetzt in die Sache hinein. Fangen wir lieber jetzt an. Ich muss dann bloß immer mal regelmäßig schauen. Ich brauche unbedingt eine Tippsseite, weil das Spiel habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt und ich muss selber wieder mal schauen, wie alles dort hundertprozentig lief. So, erstmal ein Name. Wie hieß ich gleich nochmal? Ist klar, Jojo. So. Mein Geburtstag, huha, da erfahrt ihr inzwischen dann einiges von mir. Es ist definitiv irgendein Frühlingsmonat und ein 27. Hey, jetzt wisst ihr schon was von mir. Vorname, da ich so gut bin im Thema Namen ausdenken, nehme ich mal spontan Harley, keine Ahnung warum. Ja, hätten wir das. Name des Hundes. Nimm einfach mal die englische Variante, Carl. Mal schauen. Nee. Name ist richtig. Jojo, Frühling, 27. Harley und Karl. Passt. Dann kannst du doch gleich ins Spiel hineingehen. Gleich als Vorhersage. Die Texte werde ich nicht laut vorlesen. Ich werde es in einer angemessenen Geschwindigkeit durchlaufen lassen, sodass jeder mal lesen kann, was da steht. Aber ich bin nicht einer von den Menschen, die sich wirklich jetzt zum Affen machen, um das Ganze vorzulesen. Man hat schon genug Peinliches gesehen gehabt, beziehungsweise gehört. Und ich denke mal, die meisten Texte werde ich eher ruhig sein, damit man sie in Ruhe lesen kann. Vorausgesetzt ist natürlich dann für dieses Let's Play auch, dass man lesen kann und auch Augen im Kopf hat. Ansonsten, jo, werde ich weiterhin bei den Texten, soweit es geht, still sein. Ja, Rückblende. Roti reiten auf Kühen. Pferdeliebhaber. Flüstert bestimmt heimlich mit denen. Ja, das machen ja Kinder an sich gerne. Hühner erschrecken. Huha. Also wer Back to Nature gespielt hat, wie gesagt, wird hier vielermaßen mitkriegen, dass es identisch ist zu dem Originalspiel. Aber nicht hundertprozentig. Thank you.
So, da starten wir in den, ja, offiziell ersten, aber eigentlich schon wieder zweiten Tag. Mal sehen, was das Wetter uns sagt. Morgen, schönes Wetter, schön, kann man sich ja gleich mal freuen. Jetzt muss ich jetzt erstmal wieder selbst über die Steuerung nachdenken. Nö, brauche ich nicht. Und da kommt der nächste, der Zack. Edepetete, jetzt muss ich mal schauen. Wie war jetzt Rennen? Ah, okay. So, was brauchen wir definitiv? Ne, Sichel eigentlich nicht. Ja, zum Holz sammeln. Das nehmen wir sicherheitshalber auch mit. Und das, die Hacke. Zum Pflügen. Nö, denn. Jetzt muss ich nämlich erstmal schauen. Irgendwo müsste es doch eine Taste geben, um die... Okay. Na, nein. Mist. Ja, man merkt, ich bin eindeutig mit der Steuerung nicht mehr ganz so drin. Naja, was soll's. Der Stein gefällt mir da überhaupt nicht, dass er dort liegt. Naja. Na, so. Ach so, hier ging das nicht mehr. So ein Mist. Ja, was soll's. Allgemein hier, was hier alles gerade rumliegt, sind sehr bescheiden. Was stand hier jetzt? Dein Hammer kann diesen Stein nicht zertrümmern, außer erst Level 3 oder höher. Mist. Und bestimmt deine Axt genau dasselbe schmoren, ab Level 2 oder höher. Das wird wieder lustig. Was soll's. Ich glaube, in der PlayStation-Version konnte man mit seinem normalen Werkzeug das noch kaputt machen, aber es hat halt bloß gedauert. So. Erstes Feld. Zweites Feld. Mal schauen, wie viel Samen ich dann bekomme. Ich muss dann aber erstmal zum Laden rennen. Ja, wie gesagt, hier kümmert man sich hauptsächlich eigentlich nur wirklich um Ernte, Tiere und die Bekanntschaften. Der Anfang zieht sich leider immer etwas, weil man wirklich sehr wenig finanzielle Möglichkeiten besitzt. Und man muss ja irgendwie erstmal an das Geld kommen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo der Laden ist. Das müsste, genau... das war Epic Fail. Genau, so. Am Anfang fängt man wirklich eigentlich nur mit Samen an. So, das sind mindestens 4 Stück. Sehr schön, da brauche ich 4 Felder. Sehr gut. Immer mal regelmäßig mit den Leuten quatschen. So. Diese klaren Texte sind immer so interessant. So, da haben wir gleich den
die erste Persönlichkeit, die man später auch heiraten kann, kennengelernt. Die Karen oder Karen. Ich weiß nicht, wie man es hier ausspricht. Ich bleib bei Karen. Und ja, jetzt hat sich natürlich jetzt erstmal nicht viel ergeben. Aber das dauert meistens nicht lange. Oh, nee. Hier fange ich erst gar nicht an, weiter zu buddeln. Zwei. Mist. Fuck. Das war nicht geplant. Zack. Kann man gleich mal die ganzen Steine hier zerkloppen. Ups, Entschuldigung. Ah, Hilfe. Das macht wahrscheinlich der Hunger. So. Jetzt kann man endlich mal das dritte Feldchen aufbauen. Das war auch nicht geplant. Oh, gesundheitlich ist er schon recht angeschlagen. Ich finde Geld auf meinen Feldern. Auch gut. Scheibenkleister, das... Oh, eine Powerbeere. Ah, sehr schön, damit habe ich mehr Energie im Endeffekt. Hier wird es jetzt interessant. Ich glaube, hier mache ich es lieber... ganz, ganz anders. Das war nicht geplant. Wieder mal. Naja, an dieses Feld komme ich durch diesen Miststein nicht ran. Und den Stein kann ich bestimmt jetzt noch nicht. Ne, kann ich immer noch nicht zertrümmern. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber was soll's. Man muss sein Bestes damit geben. So, jetzt holen wir erstmal die Samen zuerst raus. Und die Gießkanne. Jetzt ja nichts Falsches drücken. Nicht, dass er irgendwas rumfliegt oder irgendwas kaputt macht. Muss nicht sein. So. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. So, damit hätten wir die Felder vorbereitet. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich so, wie es ist, gießen. Das Lustige dran ist, dass hier wirklich jeden Tag gegossen werden muss. Und das braucht auch viel, viel Zeit. Und bei den Anfangswerkzeugen hat man wirklich das Problem... Man kann nur ein Feld bearbeiten und wieder ein Feld und wieder ein Feld. Im späteren Verlauf kann man dann mit einem Schlag so ein 3x3 Feld fertig machen, einen Baumstumpf zerlegen, einen Steinblock zerschlagen und so weiter. Aber das kostet viel Zeit, viel Geld und die Materialien dazu muss man auch erstmal finden. Oh Mist. Ich glaube, ich muss da mal fix in die Berge. Damit ich mal die heiße Quelle nutzen kann. Damit er mal erstmal etwas Energie wiederfindet. Ich müsste dann sowieso schauen. Weil in den Bergen findet man normalerweise immer kostbare Sachen, die man gleich verkaufen kann. Und die bringen es in dem Falle. Damit finanziert man sich nämlich die Tage, wo wirklich eigentlich nichts los ist. Sehr gut. So, ich speichere mal hier. Das war's. Das war wieder saudumm. So, genau, hier hätten wir nämlich zum Beispiel blaues Kraut. Ah, perfekt. So, hier muss man schon mal aufpassen. Das Problem ist, dass man gerne mal die ganzen Gemüse, die ganzen Kräuter immer gerne mal wegwirft. Und das ist nicht wirklich das Schönste im Spiel. Weil was auf den Boden fällt, geht einfach kaputt. Und weg war's dann. Ich glaube, das Kraut darf ich dann selbst essen. Damit ich die Energie erstmal wieder bekomme. Yep. Na. Ach doch nicht, Mist. Ich hoffe, da macht es jetzt noch ein klein wenig mit. Modis. Genau. Ja, ja. Jetzt muss ich. Nee, das war falsch. So, da hat er wenigstens was für morgen. So, der erste Tag natürlich gleich wieder schnell rum. Ach, Honig hätten wir dann auch schon wieder. Ja, das bin ich noch von der PlayStation 1 Version gewohnt. Normalerweise bekommt man das erst, wenn man Blumen angepflanzt hat. Aber nun ja. Erster Tag passé. Geht's ab ins Bett. Erholung angesagt. Ich speichere das Ganze mal gleich. Nicht, dass dann irgendwie zwischendurch mal das ganze Spiel zusammenbricht. Da fehlt die Interesse dazu, dann von vorne anzufangen. Ah, der One. Der war... Jetzt muss ich ganz ehrlich lügen. Ich glaube, das erste Mal bei
A Wonderful Life oder war da dabei? Ich glaube, A Wonderful Life von der GameCube war mit dabei. Also er hat eigentlich rein gar nichts damit mehr zu tun. Mit diesem Hauptspiel von Back to Nature. Und von ihm bekommt man ja, glaube ich, auch erst die Ananassamen. Die konnte man dann später bei... Boah, wie waren das bei Back to Nature? Jetzt muss ich wirklich übel überlegen. Ich glaube, da wurde regelmäßig, ich glaube, von Zack oder irgendjemand anderem das selber verkauft. Aber nur an bestimmten Tagen genauso. Aber da musste man dafür, glaube ich, in den Gasthof gehen. Ist halt alles komplex aufgebaut. Man muss erst Ereignisse laufen lassen, bevor andere Dinge passieren können. Das ist wirklich ein Kreislauf, der hier entstanden ist. Aber soweit soll es erstmal kommen. So, ich gieße mal in Ruhe die Pflanzen. Danach werde ich mich in der Stadt weiter erstmal umschauen. Beziehungsweise in die Berge. Die Berge habe ich ja noch gar nicht begutachten können mehr. Denn wie gesagt, in den Bergen gibt es viele mal Kräuter, Pilze und anderes Zeug, was man wenigstens verkaufen kann. Und ich muss mich weiter mit der Steuerung vertraut machen. So, mal schauen. Nee, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, wie man natürlich gleich die Waren. Sehr interessant. Naja. Das würde ich wahrscheinlich zwischendurch mal wieder rausfinden. Oder, da stand ja im Haus, glaube ich, ein Bücherregal. Da kann man ja gleich mal nachschauen, ob es da vielleicht ein kleines Hilfsmittel gibt. Weil ich habe keine Lust, jedes Mal ins Menü zu gehen, nur um die Kräuter und so weiter rauszuholen. Ja, hier haben wir gleich die nächsten zwei Personen. Ja, natürlich sind die Gespräche erstmal sehr träge. Anders kann man es nicht sagen. Die Mädels lernen einen ja dann erst im Laufe der Zeit dort kennen, in dem Spiel. So, die Blumen sind, soweit ich weiß, nichts wert. Aber die Kräuter, wie gesagt. Leider ist natürlich unser Rucksack begrenzt groß. Jetzt, bis jetzt nur auf drei Objekte zugleich. Für die Farm kommt dann später der kleine Vorteil, dass man einen kleinen Korb bekommt. Oder kaufen kann. Und dadurch die Möglichkeit entsteht, massenhaft an Waren reinzulegen. So, Bücherliste wäre gut. Nützliche Befehle. Stadtkarte öffnen, Starttaste, während du Knopf L gedrückt hast. Okay, Farmkarte, Werkzeug wechseln. Aha, das... das gefällt mir gerade gar nicht. Scheint die gar nicht drin zu haben. Schade. Das Leben auf der Farm, dritter Frühlingstag. Aber das Wetter bleibt sonnig. Schade irgendwo, weil Regen hat den Vorteil, man braucht nicht gießen, man erspart sich jede Menge Arbeit. So, am 14. ist schon wieder irgendein Festival. So, naja. So viel Pech kann ich ja nur haben. So. Ich muss mal nebenbei was schauen. Ja. Okay. Ich
habe nämlich beschlossen, was Harvest Moon angeht, dadurch, dass sich das Spiel doch etwas in die Länge zieht, statt jetzt hier unbedingt Viertelstunde Parts zu machen, eine halbe Stunde. Alles andere wäre etwas absurdum. So, das war glaube die Winzerei. Mir fiel jetzt der Name nicht ein. Ja, die verkauft bleiben mir lieber für Wein. Aber ist recht teuer. Aber ich weiß noch, wie man damit beeinflussen kann. Das ist ein kleiner Vorteil, dass man das noch ein bisschen ändert. Ich glaube, Karin ist so die Liebhaberin von Wein. Wenn man da jeden Tag so eine Flasche mitbringt, steigt man da Gunst relativ fix auf. Und das ist so ein Hauptvorteil in dem Spiel dann. So, hier ist dann soweit nichts los. Der Gasthof müsste eigentlich auch gleich hier sein. Von 8 bis 21 Uhr. Jetzt ist es um 12. Ja, jetzt haben wir die erste Situation. Njam, njam, njam. Lecker Kuchen, lecker Saft. So, das wäre der erste Entscheidungsmoment gewesen. Ich hätte auch Nein sagen können, da hätte ich aber nicht wirklich den Pluspunkt für N gesammelt. Und so habe ich mich wenigstens entschieden, den Pluspunkt zu genießen. Abgeschlossen. Ah ja, es ist Dienstag. Dienstag hat der Supermarkt zu. Und samstags ebenfalls. Schade. Ansonsten wäre ich gleich zu Karin gegangen. Aber das Krankenhaus ist auch noch offen. Genau. Und da haben wir, wie hieß sie? Ellie? Ja. Genau, Ellie. So hat man sich gleich bei der ersten verscherzt. Muha, Pech gehabt. So ist das Leben. So, hier haben wir die Kirche. Aber hier ist nicht wirklich was Besonderes. Der Cliff, genau. Also gesehen, einer von zwei arme Seelen in dieser Stadt. Er kriegt irgendwie keinen Job. Und er hat nur mit Pech mit seinem Supermarkt. Und das ist unser schöner Pocher in dem Falle. Ja. Namens Tisch. Nein, weniger. Genau, der Kater.
Oh Mann, was für eine verpeilte Geschichte. So, mal schauen. Was gibt es hier noch alles Interessantes? Hier waren wir in dem Bereich. Gehen wir in den Farmbereich. Ach nein, jetzt ist es erstmal der Rosenplatz. Wenn ich mich nicht täusche, dass er so hieß. Genau, hier war der Farm, ja. Ich muss ganz euch überlegen. Das ist eine Tierform, wo ich meine Tiere später kaufen kann. Ja, der gute alte Barley, der kümmert sich wunderbar um die Kleine dort, die gerade rumgerannt ist. So, hier renne ich jetzt mal nicht hinunter, weil das würde mir nichts bringen. Das läuft irgendwie auch nicht. Was hatten die gleich nochmal alles verkauft? Ach, Hühner. Das ist die Hühnerform. Hühner sind mir in dem Sinn auch gerade etwas zu teuer. Aber sobald man nur einen Huhn gekauft hat und das nötige Futter dazu hat, passt das eigentlich ohne Probleme. Ah, hier ist die Schmiede. Die hat auch offen. Yay. Wenn man dann das Material natürlich bringt. Ja, genau. Man kann das Eisenrohr aufrüsten, aber... Man braucht auch das benötigte Erz dazu. Und das ist halt auch wieder sehr zeitaufreibend. Aber gerade hier die drei Werkzeuge, die werden wir später brauchen. Gerade Pferd, Schaf und Kühe freuen sich über die Bürste. Und Melk und die Schere erklären sich von allein, denke ich mal, wofür diese genutzt werden. So, müssen wir mal weiter schauen. Ja, ich denke mal, wir müssen nochmal in die Berge gehen. Weiter nach irgendwelchen Kräutern und so weiter suchen. Weil war jetzt nicht wirklich der Reißer, was wir dort im Endeffekt wir in die Kiste schon geschmissen haben. Muss definitiv noch etwas hinein, damit wir etwas mehr Geld verdienen können. Aber erstmal schauen. Ah, hier, genau, hier unten geht es ja irgendwo lang, weiß ich aber nicht mehr wo genau hin. So, hier haben wir das Sort, glaube ich, Bambus. Ein Eichhörnchen, mit dem kann man sich... Nicht anfreunden, schade. Das war auch so ein kleiner Vorteil. Ich glaube, das war im Endeffekt bei der N64-Variante, dass man sich, glaube ich, mit den Tieren anfreunden konnte. Zumindest relativ. Und später beim Animal Parade, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war es Animal Parade, ging es dann sowieso straff darauf hinzu, dass man sich mit den Tieren anfreunden sollte. Mit mehr oder weniger Erfolg. Ich fand das Spiel jetzt nicht... So ein Reißer. War auch irgendwie grafisch noch mehr abgestürzt, fand ich. Viel mehr auf wirklich noch kleinere Kinder gedacht. So. In dem Falle, schau mal kurz. Nein, das war's nicht. Ich habe 36G. Ich verschnelle das Ganze jetzt mal kurz, damit es 17 Uhr ist. Weil meine halbe Stunde ist eigentlich schon rum. Da liegt was auf dem Boden und schläft. So, dann schauen wir mal. Na, da haben wir doch gleich mal 650 verdient. Wenigstens ein kleiner Anfang. Da sieht man mal, wie schnell man an Geld kommen kann. Und damit möchte ich gleich mal den ersten Part von Let's Play Harvest Moon Friends of Mineral Town beenden. Und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr in den weiteren Parts weiter zuschaut. Bis dahin sehen wir uns. Ciao!